Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Bear With Me. Wir haben in der letzten Folge was ganz Komisches gehabt, nämlich konnten wir für kurze Zeit den roten Mann, also Red, steuern und hatten die Möglichkeit, mit ihm entweder aus dem Zimmer zu fliehen oder Millie anzugreifen. Das war irgendwie schräg. Falls ihr das Spiel übrigens selbst gespielt habt und euch für einen anderen Weg entschieden habt oder irgendwo gesehen habt, dass der andere Weg ausgeführt wurde, haut mir furchtbar gerne in die Kommentare, was dort passiert ist. Mich würde nämlich interessieren, ob der Episodentitel nämlich verschiedene Enden besitzt oder ob es eigentlich vollkommen wurscht ist, wofür wir uns entscheiden. Denn wir spielen ja aktuell nur Episode 1, denn die zweite Episode ist noch nicht draußen. Ich habe auch jetzt auf Schlag nicht das Release-Datum für die zweite Episode gefunden. Ich bin aber sehr gespannt. Ich würde sagen, wir haben hier alles, was wir im Raum brauchen. Das Foto von ihm, wir haben auch den Stoff, wofür auch immer wir das Klebeband brauchen. Wir gehen einfach mal gucken und stürmen jetzt aus dem Zimmer zurück zu Millie, würde ich sagen, um zu schauen, ob es ihr auch wirklich gut geht. Hier drin sieht auch alles noch normal aus. Ich schaue mich nur ein bisschen um, ob vielleicht irgendwas Neues dabei parat ist. Ich würde ja Rusty furchtbar gerne seine Batterie wiedergeben, Do what with damit er nicht mehr schläft und weiter aufpassen kann. Aber jetzt ist es wahrscheinlich auch egal. Dann schnell rein zu Millie. Millie, are you okay? We heard a scream. Oh, thank goodness you're here. It was him, the red man. You just missed him. We found a photo. He's in my house, Millie. You just missed him. He must have heard you two coming, 'cause he jumped out the window seconds before you came in. I can't imagine what would have happened if you hadn't shown up. It's okay, Millie. We're here now. You're safe. We should get moving. Is there any entrance to the city we can use at the moment? There's one in the attic. Maybe we can use that one. Yeah, good idea. Let's head out. What about Millie? Are we gonna leave her alone? What if the red man shows up? She'll be fine. Millie's a tough broad. She'll probably whack the hell out of him until he's had enough and surrenders to local authority. Millie, are you gonna be fine on your own? Don't worry about me, little miss. I'll go and find some place to hide. You two better be careful out there. Okay. Ich bin echt froh, dass wir nicht den Angriff gewählt haben. Was ist das? Holz. Damit das Fenster offen bleibt, oder was? Red must have used it to hold the window up. I'll take it with me. With some proper crafting, it can be used to access things out of my reach. Ah, können wir vielleicht. Come on. Oder. Do what with it? Na, das ein bisschen rumschnitzen oder irgendwie sowas. Okay, hier war aber gerade noch ein Schlüssel. Ach, ein Nagel. It's a small nail. It must have fallen from the window. Okay. I'll just take the nail with me. The uses for it are practically endless. Nagel, können wir den durch das Brett hauen? I don't think so. Dann hätten wir gleich eine Waffe gehabt. Oh, okay. Können wir. Are you even trying? Oder. This won't work. It usually takes two or more of these. Was? This won't work. It usually takes two or more of these. Für was? Also wir halten einfach mal Ausschau nach mehreren Brettern. Eventuell haben wir hier gerade aus Versehen irgendeine Kombinationsmöglichkeit gefunden. Aber wir wollten Millie noch das Foto zeigen. Und dann würde ich noch mal kurz gerne in das Studienzimmer gehen, um zu gucken, ob wir mit dem Holz den Schlüssel runterholen können. Und dann popeln wir mal unten oben am Dachboden herum und schauen, ob wir da hinaufkommen. I can't use that. Wollten wir das Millie nicht zeigen? I can't use that. Okay. Das Tuch haben wir ja schon gezeigt. Vielleicht hat es jetzt eine andere Auswirkung, wenn wir das tun. I'm sorry, but that's as much as I can tell. Okay, dann war es das erstmal. Wir gehen mal wieder raus auf den Flur und wie schon gesagt drüber in den Ostflur, um dann ins Studienzimmer zu gehen. Nein, hier wollen wir rein. Denn vielleicht ist das dort auch der Dachbodenschlüssel. I can't use that. Was? Are you even? Okay, dann meinte er sie vielleicht damit gar nicht den Schlüssel runterzuholen, sondern dass wir oben beim Dachboden dieses Ding da öffnen können, also an dieser Luke rumfummeln. Ich probiere das gleich mal. So. Come on. Also ist es zu kurz. Dann meinte sie damit, dass wir mehrere Bretter finden müssen, die wir aneinander kleben, um dann dort oben ranzukommen. Kann das sein? A door that leads to the attic. No, really.
That's all there is to it. It leads to the attic. Okay, das haben wir ja schon gehört. Glasbehälter, den kriegt sie ja nicht auf, ne? It's locked. Wir haben... That actually worked? You just unlocked something with an old rusty nail? How convenient is that? That's just lazy writing. Don't be such a negative Nancy, Snoop. Of course it worked. My genius knows no bounds. Das war reiner Zufall. Können wir die Haken bitte haben? It hangs on these chain thingies. I have no idea what that's for. Some clock stuff, I bet. Okay. Yay, I got the hook thingy. I bet this will be super useful, like really soon. Heißt das, wir können jetzt damit? Können wir? This won't work. It usually takes two or more of these. This won't hold on its own. There. Now I can have higher aspirations. Ah, ich möchte gern higher aspirations. Okay, jetzt Errungenschaft bekommen. Ich möchte gern schauen, ob wir jetzt hier rankommen. Ich war gerade so still, weil es sich angehört hat, als würde draußen mega der Regen anfangen. Es ist auch so dunkel gerade draußen geworden. Vielleicht muss ich gleich das Fenster mal schließen. I'll take this key with me, just in case. It's always good to have keys around. Jetzt haben wir endlich diesen doofen Schlüssel, auf den ich die ganze Zeit hinaus will. Jetzt wird nur noch, dass wir die scharfen Blätter hier irgendwie abschneiden können. Habe ich das schon mit dem Schwert probiert? Ich glaube schon, ne? Ich glaube ja. So, jetzt fängt es draußen bei mir übelst an zu regnen. Ich hoffe, das hört man nicht so laut in dem Mikrofon, weil ich es recht fein eingestellt habe, damit ich mich hier schön zurücklehnen kann. Können wir die Schleife damit vielleicht auch öffnen? Keine Ahnung, welchen Zweck das haben sollte, aber können wir? Do what with it? Oder können wir... Do what with it? Oder... I can't use that. Okay, dann geht das nicht. Dann versuchen wir jetzt mal den Dachboden hier runterzuziehen. Also die Tür, nicht den kompletten Dachboden. Wie einen magischen Zauberstab hat sie es benutzt. Oh. Millie, Rust, and the mugshots all escaped through the East Tunnel. It's closed off now. We've heard from several sources now that the police commissioner had ordered a lockdown. I was starting to wonder, was it to keep everyone at bay till they catch the person responsible? Or was it to maybe keep someone out? It's too big of a coincidence that all of this started to happen at the same time I left the city. And now, I find myself unable to return. I've come across the Mugshot Brothers, but as expected, they run cooperative. Wise guys. Reasoning with them is a fruitless effort. However, the little information I got from them could be useful later. They seem nervous. I mean, more than usual. We found some clues around the house that could help us find Flint, but so far, everything is leading nowhere. I've examined the evidence myself, but can't connect the dots yet. It seems appropriate that the last case in my career would be like this. Everyone knows the story. The detective only has a couple of days till retirement, but then the lady in distress shows up and begs him to help her out. He decides, against all reason, to do this one last thing. But the case proves to be his hardest yet. Somewhere down the line, the detective gets shot. Fade to black. We had a run-in with the main suspect, the man in the red hood. He gave Millie quite a scare. Who knows what would have happened if we had gotten there just a little late. It was getting more obvious now. He's the one responsible for Flint's disappearance. We had to table all of our options, and we decided to go back to Paper City. I have an informant there that could know some things, and that's our best bet at the moment. Red, it seems, wants to get to Amber, so I figured I'd draw him out. Best place to do that is the city. I need to level the field, coordinate with the police, and to set a trap. After we get him cornered, I'll make him talk, and we'll find out what happened to Flint. Let's just hope it's not too late. Okay, ist das der gesperrte Tunnel?
sehr, sehr süß gemacht. Okay, wo fangen wir an? Kerze. It's a candle. Forgotten here. Until the lights go out. Then it's like, oh, where are those candles we keep in the house? Können wir die haben? I'll take it with me, just in case. Maybe I'll need to read in the dark at some point or something. Genau, das behalten wir lieber mal. Rollpult. The convertible of desks. Very chic. It's locked. Wir haben ja aber einen Schlüssel. Eventuell hilft der. Hey, the key fits. Let's see what we have in here. Was ist das? Tintenfläschchen. Vial of ink. It's a vial of ink. Boy, this desk must be really old. Who uses ink anymore? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man noch so mit einer alten Feder und Tinte schreibt. Ich meine, man kommt ja heutzutage nicht so wirklich oft mehr dazu, das zu tun. Aber ich fand das früher in der Schulzeit, da haben wir das zusätzlich noch mitgelernt, fand ich das eigentlich mega gut. I'll take the ink with me. If we wake up in 1789 tomorrow, I'll be all set. So alt bin ich noch nicht. Okay, wir können hier aber am Rollpult nichts weiter benutzen, nichts weiter aufmachen. Ein Eimer. It acts as the last line of defense between the housemates and the harsh environment outside. Da ist auch Wasser drin oder sowas, ne? Karton. It's filled with towels, I think. Or sheets or something. Können wir das dieses Mal herausfinden? I don't think so. Na gut, sie will einfach nicht die Kartons aufschneiden. It's filled with the kind of stuff no one ever uses, but is too important for some reason to be thrown away. Oh, solche Sachen kenne ich. Horsey! Are you hungry, Horsey? Ted, do we have a wooden carrot for him? Oh, haben wir irgendwas Hölzernes, was er essen kann? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier hinten Dachbodensachen. Just some random attic stuff you'd usually find in an attic. There we have an old bean can. Is it empty? Full? Who knows? The mystery is part of the fun. Then there's some bag of something. Flour, maybe? A bunch of boxes filled with ugly clothes? So was habe ich leider auch. Dachbodensachen, okay, die Bohnen, Brian, dieses große Ding hier, was die Absperrung darstellt, können wir gar nicht berühren irgendwie. Und mal nicht die Lampe anklicken. Was ist denn da los? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal Brian an. Poor thing, I bet he feels so alone up here. Oh, wie er mit seinem Schnurrbart wackelt. Good evening, officer. Oh my God, Miss Ashworth, is that really you? I must say, I've only seen you in the papers, but you look even better in person. Stop, you're going to make me blush. Oops, too late. No, but seriously, officer. Burke, Miss Ashworth, but you can call me Brian. Okay, Brian, we need to enter the city. You see, we're working on this case and we need to find a friend of ours. He might know some things. I'm terribly sorry, Miss Ashworth. I'm afraid no one is allowed to enter the city at this point. Not even a beloved and well-known celebrity such as yourself. I'm so, so sorry. Well... So sorry. That's okay. So sorry. Aren't you a bit young to be a policeman? Police officer, actually. I'm fresh out of the academy, but I'm planning to make detective in a couple of years. Well, that's ambitious. Is that a fake mustache? No. It is! It just fell on the floor. Well, this is embarrassing. I'm sorry. Everyone at the station has a mustache these days, and I just can't seem to grow one myself. My fiance even makes fun of me sometimes. Well, I think you look just dashing without a mustache. It makes you look younger. Well, thank you kindly, miss. That's a tough deal, kid. You'll have a hard time becoming a detective if you don't have a mustache. But you don't have one, Mr. Bear. I'm a private snoop, Jimmy. I don't need to fit in. I walk my beat alone. Oh my God! Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Weißt du etwas über den roten Mann und hast du Flint gesehen? Bevor wir weitermachen, muss ich aber eine Erkenntnis vorher loswerden. Nämlich ist mir eingefallen, woher der Name Ashworth gekommen ist. Und zwar aus The Cat Lady, falls ihr das Let's Play bei mir schon gesehen habt oder das Spiel selber gespielt habt oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, hieß die Frau selbst Ashworth? Oder war das eine Person, die in dem Spiel vorgekommen ist? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das ein Titel, den ich unglaublich unterschätzt habe, bevor ich ihn gespielt habe. Also, falls ihr Bock habt, euch The Cat Lady anzuschauen, dann klickt einfach hier rechts oben auf
das kleine I, was jetzt hier rausspringt. Und schaut euch gerne die Playlist an. Das einzige Doofe an dem Spiel, beziehungsweise dass es meine Schuld war, dass ich nicht in der 100% Auflösung gespielt habe, sondern dass ich glaube, 16:9 eingestellt habe, wodurch sich das Bildverhältnis so verschoben hat, dass man unten das Inventar während des Spiels kaum sieht. Aber ansonsten ist die gesamte Handlung zu sehen, also es ist nichts verloren gegangen. Hat mich bloß sehr geärgert, weil es so ein unglaublich guter Titel ist, den ich so sehr mochte. Also The Cat Lady, falls ihr kein Let's Play sehen wollt, dann holt euch das Spiel so. Ich kann es mega empfehlen. Geht ans Herz, tolles Spiel mit einer tollen Moral und bringt echt zum Nachdenken. Aber weiter zu Bear With Me. Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Weißt du etwas über den roten Mann? Hast du Flint gesehen? Wir gehen mal von unten nach oben dieses Mal. You haven't seen Flint Ashworth by any chance. Miss Ashworth's brother? That's right. Have you seen him? I'm sorry, Mr. Bear. I'm confused. That's understandable, son. You're a Paper City police officer. Never mind that now. Stevie, you know anything about the Red Man? I'm sorry, Mr. Bear. I really can't discuss such matters. I will tell you one thing, though. The word on the street is that the suspect, codename Red, is asking a lot of questions about Miss Ashworth. What kind of questions? What's so interesting about Amber, anyways? Hey! Don't worry, Miss Ashworth. You're the most interesting person I know. If I was a crazy lunatic with an agenda, I'd stalk you, too. Aw, that's so cute. Thank you, Brian. Oh, no. Now I'm blushing. I just have to interrupt, whatever this is. Jerry, what kind of information is Red after? It's Brian, sir, and I'm afraid I don't really know much about the subject. Only what I hear from the fellow police officers here and there. Besides, I'm not in a position... to discuss such matters, yeah. Yeah, I know. Can't you make an exception to let us pass? Just this once. Mr. Bear, as much as I admire both you and Miss Amber, seriously, I'm a huge fan, but orders are still orders. Things are getting really bad down in the city. If anything were to happen to Miss Amber, I could never forgive myself. Dave, who ordered this lockdown? The state officials. Mayor Mills himself signed the decree. I'm afraid without the mayor's signature, no one is allowed to enter or leave the city at the moment. And it's Brian, sir. And how come the city is on lockdown anyways? I'm afraid I'm not in a position to discuss such matters, Mr. Bear. Terribly sorry. So, what is it we need to do in order to enter the city? Well, I suppose you would have to get clearance, signed by Mayor Mills himself. And he'll just sign this clearance, no questions asked. Normally, no. I don't think so. But since you're in the company of the beautiful and talented Miss Amber, I'm sure the mayor will make an exception. I'll have to get the mayor on the phone to sort this thing out. You think he'll let us enter the city? I really don't know, but that drunk owes me a couple of favors. It's time to call him up on it. To the Batcave! Mayor's office? Hello there, doll. This is Teddy Bear. You may know me from such cases as saving the mayor's ass on several occasions. I've also set you up with a buddy of mine that one time. Of course, Mr. Bear, I know who you are. Are you looking to speak with the mayor, Mr. Bear? Because I'm afraid he's not in at the moment. Can I take a message? No, I have to talk to the mayor personally. It's important. When will the mayor be back? The mayor should be in first thing in the morning, Mr. Bear. Okay, never mind. Thanks anyway, doll. He's not in, and we don't have time to sit around and wait till he sobers up. We'll have to find another way. Hey, what if we made the clearance ourselves? That's falsifying government papers, doll. I like it. There should be some stationery around here. Give me a minute. Have a drink while you wait. A drink of what? Make-believe water? Never mind. Here it is. There. Now we just need something to use as a stamp. And we need to falsify the signature. You're an artist of sorts. You can do this, right? Not really. I could probably make a stamp out of something, but I can't falsify the signature. Fine. I'll get those two goons to do it. The mugshots? You think they'll help you? Don't worry. My right knuckle can be very persuasive. Okay, ich glaube, jetzt sind wir wieder auf uns allein gestellt und müssen als nächstes also zu den Mugshots rüber, um uns hier diese Genehmigung abstempeln und unterschreiben zu lassen. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode von Let's Play Bear With Me. Bis dann. Tschüss.